Schauen wir noch, wie das schön passt. Alles übrigens 2 auf 3 Meter. Und ist perfekt. Also ich würde jetzt das, wenn ich noch dabei hätte, es noch hochspannen. Aber, und man könnte es ja, guck mal, ich bin weit weg vom Eingang, man könnte es noch weiter hindrehen. Jetzt hier in dem Fall nicht, aber so, trotzdem, es, guck mal, wie gemütlich. Ich finde es richtig geil. Und das ist jetzt, die ist ja, glaube ich, 1,83 oder? Die ist, glaube ich, statt das hier irgendwo. Statt dann sicher ein Zoll, wenn schon. 680 Gramm. Ja, ja, habe ich Tisch. Weiß nicht mehr, aber glaub so eins. Ah, hier. Es ist ein Zoll. Aber hier, ah ja, 1,289. Also 1,380, ja, ja. Also super. Ich bin 1,380. Passt genau. Guck mal, wie geil, wie Platz. Und deswegen, viele lieben ja das 3 auf 3. Und es ist für manche Dinge schon geil. Aber fürs Normale langt locker 2 auf 3, das ist mir fast so groß. Also ich liebe auch das DDS, wo das ist 1,50 auf 2,80, weißt du? Und das hat, glaube ich, ja, auch 2,90 auf 2 oder so. Aber guck, ja, und ich hab hier nochmal weiter ins Eck gespannt. Guck, das langt gut. Also ich habe es da gehört, aber da, also langt super. Guck, das, wenn es da noch in der Mitte hochspannen wird, wäre perfekt, aber ich habe bewusst mal nur an Fahrradkorb mitgenommen. Gell? Geil, ah, guck, immer noch cozy. Sehen wir mal, wie cozy. Guck mal, das ist, als ob es dafür gemacht wäre, wieder für mich. Ah, Food good for me, Bier good for me. Ey, was heute ein Flugzeug, okay, das ist jetzt, klingt nach einem Sportflugzeug. Aber was heute gesprüht wurde, nimmer nicht, heute Morgen schon, hat brutal Schachbrett. Und das hier mitten im Schwarzwald, Schachbrett, also übel. Ja, das ist jetzt so ein Sportling. Aber, ja. Naja. Also gut. See you. So, guck, jetzt zeige ich es doch noch schnell. Solange es auch noch hell ist. Und das ist jetzt relativ dick, guck mal, im Vergleich auch. Alter, das ist jetzt fast so, sagen wir so dick und so viel, also, und klar, das ist jetzt morsch so, aber nur als Test, ob ich den locker durchbringe. Ja, machen wir noch ein. Ja, mir ist eh, jetzt wird es eben kalt, weißt du, dann ist es geil. Den Säge wird es auch warm. Top. Du musst dich nur wenn gewöhnen an den kleinen Hub. Geil. Wie Butter. Und wenn drüber, ich glaube, die ist auch nicht ganz so zerbrechlich, weil die auch recht kurz ist. Also wenn du dann oft gehst drüber nuss und wenn du dann machst, dann kannst du ja verbiegen. Also ich habe auch schon mal eine Spitze abgebrochen früher. Also das ist klar, das ist jetzt halbe Morsch, aber guck mal, das ist schon dense, sagt man, also dicht. Das ist jetzt kein, geil, das freut mich jetzt voll, die Säge, guck mal, machen wir mal da. Den kurz, weil der, guck mal, so, der ist hart, also der ist, der liegt schon, Ding, also der ist jetzt hinten, der ist schon trocken, relativ. Merlin? Krähe oder Kohl? Kohlgraben. Geil. Also. Ey, jetzt gucken wir das. Also das ist, der schon lange so liegt, das ist ja fast wie Hartholz. Klar, das ist eine Fichte, aber geil. Guck. Also das lange der echt für fast alles. Und die Fiskas, die ich habe, die hat halt sicher doppelt so viel Zähne. Also viel feinere Zahnung. Und
mit der bin ich halt auch doppelt so schnell wie mit der Fiskas durch. Geil. Alter, das freut mich jetzt voll, guck. Siehst du, da bräuchte ich. Ich habe ja auch die, das ist die Pocketboy und ich habe noch die Gomboy 210. Und da habe ich ja auch das gekauft. Und da habe ich aber gerade das Blatt drauf, weil mir die Farbe halt besser gefällt. Aber guck mal, für das, gerade für mich, die Dinge, wo ich mache, wie oft, ist die optimal. Die ist, glaube ich, gleich schwerer wie die Fiskas, aber ich finde sie halt geiler. Ich finde die geil. Freut mich. Yeah. Cozy, cozy. Guck, das wollte ich ja noch sagen. Da habe ich einfach, da ist sie vielleicht heute 6. Das sind rohe Kakaobohnen. Und na lieber, ich finde die leider nicht. Das hat früher zu meiner Rohkostzeit. Da gibt es die, das sind ja die Bohnen. Und innen drin sind die, wie sagt man dann, die Crisps oder. Oh ja, weißt du, so, also die Nuggets, die kann man ja auch so kaufen. Ich mag es aber gern ganz. Dann lutsche ich die. Und früher, es gibt die auch. Also ich habe sogar hin und wieder dann auch komplette Kakaofrüchte, wo das Fruchtfleisch, die sind umgeben mit Fruchtfleisch, mit dem geil, das ist so geiles Fruchtfleisch. Und die gibt es auch, wo das Fruchtfleisch noch dran ist und dann getrocknet, dann lutschst du erst, dann ist das so säuerlich, geil, fruchtig. Das kannst du dann so ablösen. Dann kommt die Schicht, die wo wir jetzt da aufgebrochen haben. Die schlotze, ich mir sage schlotze, die lutscht man dann. Und nachher kommen die Crisp und dann die dann der Weiße. Und ist gut, wer von seiner Schokoladenzucht runterkommen will. Oder ich esse ja eh nur 85er Schokolade. Aber machen wir wegen viel. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt kaufe ich mir mal keinen 85er. Da ist ja nicht viel Zucker drin, aber man isst dann viel mehr, wie wenn man nur die Kakaobohne hat. Und guck, jetzt nehme ich noch eine mit auf den Weg, weil solange es noch so schön ist, gehen wir noch fort zu der Aussicht. Und dann teste ich mal, das habe ich daheim getestet. Das Bier habe ich zugemacht, lassen wir hier. Ja, können wir alles hier lassen. Ist, weil die keinen Saft braucht, kann man die auch anlassen immer. Machen wir eine kleine Stufe. Dass, wenn jemand kommt, denkt er, oh, der hat es aber cozy. Ich habe mein Fernglas dabei. Aber was ich. Gekriegt habe. Die Kamera hat ja einen Zoom. Dummerweise kann ich den Zoom aber nicht während ich filme. Einstellen. Also, jetzt mache ich aber mal einen Test. Wir filmen jetzt mal. Ja, ich will da vorne, das ist ja so schön dann. Da sollen wir auf den Felsen. Nehmen wir gehen vor, sieht man da besser. Die Aussicht. Gut, sind wir noch das. Und dann schlotze ich das erstmal eine Weile. Und durch das kriegst du ja quasi auch den Kakao-Kick, aber du isst lange nicht so viel und jetzt sollst du damit auch mit Erdnüsse. Oh geil, guck mal. Wenn du Erdnüsse ungesalzen, isst du viel weniger wie mit dem Salz. Und so ist halt mit dem Schokolade. Wenn je mehr Zucker, desto mehr. Guck mal, es gibt ja auch so Vegane, wo so süß sind. Es gibt so einen geilen von Rapunzel, vegane Nüsse, Haselnussschokolade mit ganzer Haselnuss. Und wenn du den kaufst, den könntest du in einem wegessen. So geil ist der. Ja, also, der Zucker und Salz, das fixt halt alles wegen an. Also, guck mal, jetzt geil. Ah, guck, wieder Reh. Ah, guck mal, schön, wie die. Guck mal, hier sinke ich jetzt nicht ein, weil jetzt ist es auch frisch. Jetzt ist sicher wieder minus eins vielleicht. Also, und jetzt kommt der besagte Test, jetzt machen wir einen Triple-Test, weil ich habe gemerkt, dass das
gar nicht so schlecht gegangen ist mit diesem Monocular. Also, jetzt machen wir einen Test. Jetzt die Sequenz und dann zoome ich so nah hin. Also, die hat ja, das ist jetzt im Weitwinkel eh. Und quasi ist der Zoom dann, dass es dann der normale Winkel. Oder da gibt es ein Mittel und dann ein Narrow heißt es. Also, das ist so. Also, ich mache jetzt Stopp und fahre den Zoom hoch und dann bin ich selber gespannt, wie nah ich jetzt zu den blöden Windrädern zum Beispiel nahe komme. Okay. Guck mal, haben wir doch. Ja, okay, wo hat Elli drauf sie? So. Aus. So, also ich bin jetzt am selben Platz, gleicher Ort, nur jetzt mit dreifach Zoom. Also der hat jetzt dreifach. Ich kann, und das ist schon cool, ich kann 1,1, 1,2 bis 3 hochfahren. Und jetzt machen wir mal den Test. Und jetzt nehme ich was. Ich muss jetzt nur länger heben. Jetzt gehen wir mal hier drauf. Warte, ich stelle das mal. Ja, das ist die Frage, weil ich bin ja kurzsichtig. Ich stelle es jetzt mal für mich halt ein, aber das kann sehen, das ist dann für euch unscharf. Einhand ist blöd. Ja, ich habe jetzt so relativ scharf. Also, jetzt macht euch mal direkt da drauf. Hey, jetzt mal Test, if good or no good. Also das Gleiche mache ich jetzt nochmal, jetzt fahre ich den Zoom wieder zurück, sonst ist alles zu. Und siehst, jetzt sieht man mich sicher mal nah. Ich liebe halt das Weitwinkel mehr, weil so sieht man nur mein Gesicht. Und anders ist ja schon geil. So Weitwinkel liebe ich, dass wegen mehr drauf ist. Aber guck mal, oh, jetzt mit nah, oh, der Mond. Oh, das wäre geil. Mond. Und dann aber gut, jetzt muss ich natürlich gut zielen können, weil ich habe ja kein Display. Fahre ich halt auch mal wegen. Ich denke, so wäre gar nicht schlecht, aber ja, kann man sehen. Also jetzt mache ich noch eins wieder das Zoom weg und dann mit dem Monocular. Monocular. Heißt Monocular, Monocular, Monocular. Monocular. Oh. Das ist eine Lerche, oder? Tote Lerche. Ja. Also wieder Weitwinkel plus Monocular. Ja. Und es zittert jetzt sicher voll. Ich zitter auch vielleicht, wenn kalt ist, aber. Oh, da ist ein Flugzeug. Mal sehen, ob ich das zielen kann. Oh, ohne Chemtrail. Wow. Was geht? Haben Sie Feierabend? Aber guck, du siehst hier noch die ganze Suppe von heute Morgen und heute Mittag. Also. Oh, auch without. Hey. Ja, ja. Geil. Also wenn ich das so ziele, kann ich ziele jetzt nur so intuitiv, weil ich habe dann. Ja, geil. Ja, hier, so sieht man die Suppe. Naja. Also, siehst du, da hätte ich eigentlich das Bier mitnehmen können und die so eine die Isomatte, BW-Matte. Aber es gefällt mir, siehst du, du brauchst keine Schneeschuhe, wenn es so gefroren ist. Ja. Aber wie hochfrequentiert das gerade halt ist, die Flugzeuge. Ist brutal. Also es langt mit der Sicht. Nur ein Test jetzt zu den Windrädern. Und dann langt es fürs erste Mal wieder. Warte mal, wie viel? Ah ja, okay, ich habe immer wieder Stopp gemacht, aber schon wieder 2 Minuten. So,
Jetzt ziele ich auf die zwei Windräder, die zwei, wo nebeneinander sind. Ziemlich nah nebeneinander. Gell? Blöde Dinger. Ja, ja. Allein der Infraschall, ich habe es ja schon oft gesagt. No good. Und wie viel Milliarden Insekten die töten und Vögel und Fledermäuse und oh, no, no good. Geil, oder? Ah, guck, da hättest du noch Smoothie. Cream. Moos kann man essen. Moos schmeckt ja nicht so gut. Es gibt ja tausend Moose, aber jetzt so crisp schmeckt das ja schon gut. Survival Winter Food. Das ist echt irgendwie geil. Ah ja, Schlange. Also das ist gar nicht, gerade mit dem Braun ist das relativ, also so wo es braun ist das gut tarnt eigentlich. Guck mal. Das passt, ich finde es schön. Also das, so jetzt, ja, jetzt wirkt es auch matter. Jetzt wirkt es mehr so, wie es original war. Klar, wenn es so durchläuft. Also mir gefällt es, ich finde es schön. Und was ich so feiere, ist, dass die nicht schwarz sind. Das nervt so. Das nervt mich beim Dido Hammocks Tabs. Oh. Weil da sind noch die fette schwarze Ecke. Und guck mal, das sieht doch viel schöner aus, wenn jetzt hier, wenn es dann auch in der Farbe ist, wie es Tab ist, weißt du? Das ist doch viel geiler. Und ich liebe das Tarnmuster von Didi Hammocks. Super, das feiere ich, weil da auch sonst im Tarnmuster ist ja auch kein Schwarz drin. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Aber leider gibt es nur 3x3. Weißt du, das ist ja Marke. Also, wieso du. Und dann das DDS gibt es nur in dem Braun oder im Grün. Und warum gibt es das dann nicht in dem Tarnding? Ja? Und warum haben die nicht. Ja, oder halt auch 2x3, das ist ja Marktlücke. Guck mal, das ist ein Hotel, oder? Guck mal, was für riese Zimmer. Guck mal, wenn es jetzt voll schiefe würde und so schräg, dann würde ich nichts. Also, da könnte es jetzt voll schräg hageln und da wäre nichts. Ja. Also, wenn der Baumstamm noch, wenn das noch ein geeigneterer Platz wäre oder ich noch hier hochspanne. Ja, ja. Also, guck jetzt. Mal noch kurz. Ich glaube, der letzte Schluck dürfte da mit. Warte. Wenn du drauf druckt, ist mal eh wieder fest. Also, cheers. Zum Moos nach dem Moos noch ein Bier. Aber das Moos war jetzt echt nicht schlecht. Man sagt ja nicht, das ist umsonst das ist die Alge des Waldes. Und es schmeckt auch ein wenig. So ein wenig algig. Ja. Siehst du, man kann Spirulina und Chlorella und so Zeug mehr kaufen. Da, hier, Moos, Gott. Einheimisch. Regional. Ja. Geil. Doch. Ja, ich will das jetzt nicht schnell sehen. Ich freue mich noch auf den Schluss. Ich schalte jetzt ab und bis später. Und ich will dann morgen auch nicht mehr so. Das wäre doch mal schön, wenn das Video, wenn ich das in einem, wenn es nur ein Video wäre und nicht so, die Mehrteiler nerven mich ja manchmal auch ein wenig. Dann, aber die Mehrteiler gehen auch schon 40 Minuten, 50. Und ich will ja gerade 2 Stunden Video. Das guckt doch kein Schwanz an. Ja. Also, deswegen halte ich mich ab sofort kurz. Ja. Oh, Neckermann. Ja, ja, weil die sind halt, die haben so wenig so ein, weil die da so fett sind, weißt du, dafür super bequem. Und hier sehen sie halt schon wenig so wenig spießig aus oder so, ja. So Gretigkeit, aber ja.
trotzdem, ich finde sie geil. Siehst? Und jetzt? Die Scham ist jetzt, das ist jetzt öffentlich. Somit, also die Scham ist jetzt weg. Und weißt, ich bin da eh nicht so eitel. Aber bei Schuh, wenn es nicht cool aussieht, wenn es so ein bisschen zu so, weißt, so birkenstockig oder auch die Sandale hasse ich, die wurde dann früher in Thailand, jeder hatte so Neckermann-Sandale, kein Problem, wenn ihr die anzieht, die sind sicher bequem und praktisch, weißt, wo dann ein Riemen geht so und halt so Outdoor-Sandale, nur einer so, glaube ich, und einer so und dann hinterher, ja, so, das kam halt mal auf, das war vor 30 Jahren kam das auf und habe ich gedacht, oh, ah, nein, da habe ich gesagt, du wirst mich nie sehen in deinen Sandalen. Und vor 30 Jahren hätte ich auch gesagt, du wirst mich nie in so Neckermann Schuh sehen. Ja, aber ich gewöhne mich, mir gefällt sie auch jetzt immer besser irgendwie, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall voll leicht, die sind federleicht, da merkst du, ist geil. What? Ja, das sieht man aus dem Profil. Das ist halt, ich bin jetzt ein paar Mal gerutscht, ist schon wegen slippery, aber ja, für mich tut es. Gute Nacht. Merlin, was ist jetzt das für ein Vogel? So macht er, wenn du nicht hörst. Bin auf dem schönen Stein. Ich liebe den Platz. Da unten ist zwar der Weg, aber... Und die haben da brutal abgeholzt. Normal war der dicht bis zum Weg, aber... Weil du so hoch bist oder so. Du bist so geschützt. Das ist ein Top-Platz. Siehst du, und du könntest jetzt auch, du könntest Feuer jetzt machen. Wo würde ich das Feuer machen, wenn? Echt? Rein theoretisch könnte ich machen. Im EDC... Ich glaube, habe ich Feuer dabei oder einen Feuerstab. Hier könnt ihr es machen. Ah ja, hier Feuer. Hier Sitting. Aber jetzt habe ich schon gesagt, I know make. Wobei, man darf ja auch revidieren, oder wie sagt man? Aber ich mache, glaube ich, weil kalt wird es jetzt. Ist echt jetzt kalt. Aber ich darf nie, lieber noch wegen Rung. Vielleicht hole ich auch noch wegen Wasser. Wasser habe ich eigentlich noch. Oh. Ja. Trink jetzt das Wasser und hol auf jeden Fall noch Wasser. Dann nehme ich euch noch mit. Aber guck mal, wenn jetzt hier noch Feuer wäre. wär geiles Titelbild. Ja, wäre dann fast wie beim Joe Robinette oder beim Weidler. So professional. Ja. Aber, ja, und das ist ja das Schöne, dass man es jetzt könnte. Ich könnte, aber ich, ja. Ich, guck mal, ich hätte hier, guck mal, da habe ich Harz, da habe ich Reis. Oh, das ist relativ trocken. Also, das hätte ich sofort an, das Feuer. Hätte ich, ja, mal gucken. Guck mal, hier sowieso, das. Ah ja, also das wäre ein Spauz. Ja, so leicht feucht ist, aber das wäre ein Spauz. Das anmachen. Ja, mal gucken. Große Röhre, ich mag es kein Feuer, nachher brennt hier Feuer. Nein. We'll see. You'll see. See you. Ja, und da sind im Sommer immer Pfifferling. Oder oben. Oh, von hier, guck mal. Oh. Geil. Ganz kurz noch, das ist noch ein Nachteil. Also, das ist immer so Silnylon, das ist glaube oder zumindest Silikon und PU beschichtet. Und es gibt, ich habe ja schon mal, das war auch 2 auf 3, das war auch ein Safari, das ist Safari. Und das habe ich irgendwann wieder hergegeben. Das war in grün, weil es halt,
Logisch, das ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn es schifft, gibt es wegen nach. Also das ist dann, dehnt sich dann wegen und dann musst du eigentlich dann musst du gleich wegen nachspannen. So. Also ein kleiner Nachteil, aber schon und so. Und dann, ja. Das, genau. Und das wäre das Defender, das Fette, das wiegt halt doppelt so viel wie das. Das wiegt, glaub, ein Pfund. Das ist ein Pfund und das andere, glaube ich, über Kilo. Und ja, das wäre halt, das hatte ich auch mal, das hatte ich in dem normalen AquaQuest-Tarn, wo der Schwarz drin ist. Das habe ich wieder hergegeben. Ich hab's nie benutzt. Ich hatte das ein paar Jahre und dann habe ich es nie benutzt, weil das ist super robust, das ist geil, das ist ein geiles Tab und weil es robust ist. Aber weil es halt über Kilo wiegt und nur das 2 auf 3 wiegt schon über Kilo, da habe ich es nie benutzt und habe es wieder verkauft. Naja. Also das nur kurz mal am Rande. So, ich mache jetzt doch noch ein wenig Holz. Falls sie. Guck mal da, das, ich liebe ja die. Guck mal, da habe ich den Schlüssel. Jetzt. Wo ist es? Ja. Nein. Da vorne ist. Guck mal, der Schlüssel. Hier die Tasche für die Kamera. Und hier das SI3. Geil. Ja. Zumindest so gleich weg, weißt du? Das war jetzt ziemlich verarschtet. Die Frage. Ja, ist fast zu heftig fürs das kleine Messer. Wobei für mich das ja noch groß ist. Normal habe ich ja mehr das Isola dabei. Aber ich will das ja auch nicht vergewaltigen. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Double. Better. Ja, ja. Könntest durchkriegen. Aber muss ja nichts verzwingen. Und mir sind Messer auch heilig. Also ich knüppel da nicht so drauf, dass. Auch wenn die haben ja Tests gemacht, allein mit dem Isola. Wie das vergewaltigt wurde und eigentlich unkaputtbar, weil hey, das ist halt aus geilem Kohlenstoffstahl. Jetzt haben wir hier auch noch. Guck, jetzt habe ich ohne Gewalt. Auch wenn das könnt, weißt du, das ist ja leicht dünner. Das ist nur da hinten 3 oder hinten ist 3-2, aber das ist eigentlich eine recht dünne Klinge. Ist dünner wie vom Isola. Ja, ja, ich will jetzt halt so gleich wenig betonen und dann wäre die Arbeit gemacht, weil es kann schon sein, wenn es dann jetzt Nacht wird. Ich komme vom Wasser holen zurück und hab dann doch Durst. Hab dann doch Bock auf Feuer. Ja. Guck hier, gleiches Spiel, wieder auch voll verarschtet. Oh ja, du spürst dann jetzt schon, oh, no good fürs Messer. Klar, mit einem richtigen Prügel. Hab noch ein paar dünne. Ja, und ich mache jetzt da riesen Feuer. Das ist eh, guck mal, da ist jetzt ein wenig trocken, da ist es auch noch nass. Wenn man es überhaupt noch sieht. Ich glaube, die. Ja, ich nehme eh zum A4 dann, gucke, dass ich trockenes Reisig. Hier ist ja genug. Zumindest halb trocken. Und wenn so ein paar Äste vom Baum. Und. Ja, und so habe ich dann was, wenn. Guck mal, ah ja, geil. Das mache ich jetzt noch ein wenig, dann hole ich Wasser. Und dann gibt es vielleicht doch lecker Feuer. Very cozy. Wotan, oh, jetzt auch. Wotan. Oh.
Everywhere. So, nicht gar Mensch. Oh, jetzt will ich aber keine nasse Fies. Oh, kommt ja auch schon was. Normal kommt da, oder oft kommt da sogar noch weniger. Eine schöne alte Quelle. Bisschen neckermännisch, Bad. Lecker Wartan. Geil. Ja, das Wasser ist wärmer wie das, wo ich gerade noch vorher gesoffen habe. Am Lager. Einiges wäre, oder viel angenehmer, weil das andere war gerade so, oh, so grenzwertig. Geil. Also. Nein. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das auch kriegen. Das ist schon das Reisigring feucht. Ja, und die Stirnlampe hätte ich mal wieder aufladen sollen. Ich wollte zur Stufe 3, aber da schaltet er gleich auf 2, weil es schon der Akku wohl, wenn der ist. Ja. Hab gerade ein paar Steine. Oh. Ist auch nicht die beste Flamme vom Feuerzeug. Nicht das beste EDC-Messer. Feuer. Oh, das sieht aber gut aus. Oh, guck mal da, die Flamme. Not so gut. Aber es ist trotzdem gut zu wissen, dass ich. Es ist gut, wenn man so testet. Da kommt, mache ich ein kleines Pick wieder. Ich habe nur das, habe ich gedacht, oh, das ist schön grün. Grün-weiß. Piccolo. Ja. Und habe ich gedacht, das passt da ideal drin. Aber guck mal, das ist ja schon ein wenig mager. Oh. Der raucht halt ganz schön jetzt. Jetzt habe ich halt doch jetzt gleich einen Bock gekriegt auf so ein kleines Feuer. Weil ich will trotzdem nicht zu spät ins Bett. Das hat man. Ah, guck, da habe ich noch. Das habe ich auf dem Boden. Bevor ich gegangen bin, habe ich das noch geholt. Reisig. Ja. Ja, ja, geht's. Und für das, das so geschifft hat, habe ich Dusel. Du. Weil es hat auch was, so früh ins Bett und dann wenn ich früher verwachen. Nur wenn gemütlichkeitshalber vielleicht gleich wegen aufwärmen. So, jetzt tue ich mir die. Die sind ja auch. Du siehst, die sind. Warte, so rum. Die sind schon, okay, da ist jetzt wegen Scheiße, aber man sieht, außen sind die noch ziemlich nass. Die, wo ich vorher betont habe, aber innen schon ein Druck. Hätte sie auch noch ein kleiner betonen können, genau. No problem. No problem. Guck, so lange schon. Also wartet. Lieb, das ist sicher. Wo ist das? Habe ich da auch geschnitten? Ja, das ist die. Das ist nicht die Originale, das ist von Nulltech.
und ist wegen fetter und ist schön steif. Die versteift der Rucksack so gut. Ah, geil. Geil. Ich glaube, das, was ich da vorbereitet habe, ich habe echt mit. Warte mal, das, ich habe ja gar nicht so viel vorbereitet. Aber das war nicht fast schon. Warte. Nun hat zum Sorge. Oh, ich sehe. Immer wieder an der EDC-Platz. Geil. Geil. Oh, guck, da habe ich Schlafsack schon. Warton frisch. Beule leer leider. Mach dann immer wieder den Deckel drauf, dann verliere ich nicht. Und ist auch die Chance geringer, dass ich. Warte mal hier drauf, Licht. Ah ja. Da ist die Chance geringer, dass was ausläuft. Auch wenn ich. Klar, es ist ja rausgeschnitten, aber so. Mach ich halt immer. Geil. Okay, das Feuer. Immer am Rande. Ah ja. Ich glaube, da war es so schon besser. Mehr. Oder wegen Witter weg. Bin Feuer und ich. Da hinten. Jetzt mache ich mal einen Test. Welches Licht schöner ist hinten? Am Zelt ist rot jetzt. Das ist, glaube ich, Stufe 2 oder was? Eins, zwei, oder? Stufe 1. Zwei. Drei. Was ist da? Hätte ich noch wen? Ja, aber ich glaube, ich mache jetzt da mal Stufe 1. Ich glaube, das ist nicht schlecht, aber es ist ja gar nicht schlecht, weil die Stirnlampe nicht mehr so gut ist. Die glaube ich noch wegen mehr Fuß. Die LED-Lenser, ich glaube LED-Lenser. Ja. Oh ja, guck mal, muss schon nachfetten. Guck mal, die dampfen wegen, aber. Oh ja. Was macht man da erst wieder? Ein paar trockene vom Stamm. Ja, das sind gar nicht mehr viel. Egal, das langt. Aber hier mache ich auf rot. Ist euch nicht so blendet, okay. Ich glaube, da blendet immer viel bei mir. Und so sehe ich auch fast nichts. Ah. Hä, wieso gibt's normal das zwei Stufen? Rot? Dann kommt schon Blink, nee. Ah, vielleicht hätte die echt nur. Schade, ja, ja. Ist halt so. Schon mal ehrlich anlegen, das ist trocknet. So, ja. Komm, Licht mache ich noch gleich weg, dann. Wobei, komm. Im Brunnen.
Also, ich wollte jetzt noch ein wenig Trockenes. Sag nochmal vielleicht gleich wegen und betone wegen. Nur noch gleich wegen und dann. Okay. Dann vielleicht nochmal. Ansonsten ist jetzt eh Nacht. Also wenn Nacht ist, ist ja eigentlich perfekt zum. Was sagt man, wenn Nacht wird? Oh ja. Ist das vorher überhaupt drauf so? Sagt man, wenn es Nacht wird? Gute Nacht! Ja, ich glaube, das Rote ist gemütlicher, wenn ich es jetzt von hier sehe. Das ist vor der Kamera. Zumindest kann ich das. Aber ich mache jetzt nur, dass ihr seht, das leuchtet schon, wenn das Stufe 3 ist. Und es könnte sicher. Oh, guck mal, Stufe 3 ist ganz schön hell. Oh ja, geil. Auch wenn die jetzt da nur hängt. Very nice. Gut, nein. Noch wegen von meiner Perspektive. Ja, ich tue jetzt noch gleich wegen, will ich sagen. Guck, jetzt habe ich. So, ja, ja. Guck, viel ist nicht mehr das. Noch gleich wegen vielleicht, gell? Also. Aber zum Filmen lange jetzt. War ein schöner Tag. Bis morgen früh und für euch bis gleich. Was? So ist morgen nein. Oh nein. Aus Geräusch, das war jetzt schon eine gute Idee, dass ich das noch gemacht habe. Voll. Ja, irgendwie. Ich habe nur so ein paar Steine. So, 1, 2, 3, 4. Ah ja, es langt. Das ist so wegen Unterbodenschutz, weil da sind ja auch Wurzeln oder so und ich will dann so wenig wie möglich zerstören. Und umrunden muss es ja nicht, wenn jetzt keine Brandgefahr ist. Hier ist ja, guck mal, hier ist plätschnass, alles nass. Ja. Also, gute Nacht. So geil, die Haut wie das Messer. Da. Klar, das sind dünne Dinger, aber trotzdem. Weißt du, durch das Konkave, weil die so gebogen ist, die passt sich besser dem Runde an. Die verlierst du nicht so schnell vom Zurückziehen. Ich finde die voll geil. Yeah. Come on, be cozy. Very nice. Titelbild, guck mal. Ja, du merkst halt, guck mal, wie es qualmt. Das Holz, wo ich da auch betont habe, ist halt wegen nass. Aber das konnte schon. Das sieht mir jetzt, wo ich gerade gesagt habe, besser aus. Wenn ich das noch betone, geil. Oh, Titelbild, nein. Warte, gerade noch mal. Fürs Titelbild muss man auch noch mal blasen. Oh, very nice. Soll ich das nehmen? Oder so? Ja, so ein bisschen. Ist geil. Oh, Clickbait. Guck, die Stirnlampe kackt jetzt fast ganz arg. Jetzt mache ich auf Stufe 2 und dann schaltet er schon runter auf Stufe 1. Aber cool, dass er das macht zum Sparmodus. Ja, aber ich habe jetzt nur noch. Guck mal, das gleich wegen, das langt mir jetzt dicke.
gemütlichkeitshalber. Jetzt tue ich gleich nachfetten. Geil. Also, hier machen wir aus wieder. Ah. Da habe ich noch. Also, machen wir mal. Guck mal, das ist halt auch. Da denkst du, oh, jetzt schon hell. Zwei auch schon ganz schön. Und drei. Bleibfuß. Und so schön gleichmäßig. Das blendet nicht so. Also, ich habe ja noch nicht mal richtig gegessen. Guck mal. Jetzt tue ich da gleich wegen Hundefutter. Ah ja, geil, da noch ein wenig chillen. Also, genau. Da machen wir auf Gemütlichkeitsmodus. Machen wir zwei. Ah ja, guck mal, da. Geil, also. Ja, da ist nicht mehr viel mit der Stirnlampe. Gute Nacht. Nochmal der Mond. Ich habe es vorher gesehen, den Mond habe ich hingezoomt. Geil. Also dreifach, deswegen nicht ohne Zoom. Geil. Gute Nacht. Guck, ich habe jetzt alles schön drauf. Und jetzt war. Oh, siehst du, ich wollte gerade sagen, jetzt war gerade ein Schuss. Und jetzt nochmal. Ist von da hin. Deswegen eh jetzt ein wenig leise. Und hoffentlich hat er nicht getroffen. Ja. Also. Ich bin noch ein wenig am Essen. Voll geil. Gute Nacht. Morgen. Geil. Also, das ist der Hammerplatz. Der ist echt mystisch. So geschützt. Jetzt das beste Wetter. Ich bin hier gestern noch gestanden länger. Und da habe ich das kalte Mondlicht genossen. Und ja, was war's genossen? Halt so. Das war mystisch. Das war relativ hell. Und jetzt tun, in der Vorderaufnahme schon gesehen. Ich bin gerade noch mal gepennt und das ist so geil. Wenn man kommt, ich habe letzte Nacht oder die Nacht davor schlecht pennt und oder wenig pennt, sagen wir so. Und das ist geil. Voll geil. Ja, ich bin jetzt gerade vor. Also, das haben wir glaube ich gestern schon gesehen. Eine Kacke. Rehkacke. Guck, das ist auch fast alles noch abbrennt. Ja, ich habe noch die Glutsequenz gefilmt. Ja, siehst du? Ja, siehst du, schönes kleines Feuer, war geil, gut, dass ich es gemacht habe. Da habe ich geguckt. Guck mal, hey, wäre jetzt auch cool. Wenn ich Kaffee dabei hätte, bin ja eh nicht so der Kaffeesofa, aber so, gemütlichkeitshalber. Hier wieder ein kleines Feuerle. Kaffee mache in der Sonne. Jetzt ist auch relativ warm. In der Nacht, das hätte ungefähr vielleicht passt, so minus 3. Und der brennt da vom Feinsten.
Also ich muss zwar ein paar warnen. Guck, das ist auch das. Es hat nicht mal geschifft. Es hat ab und zu von oben, weil es wegen windig zum Teil war, jetzt von oben noch wegen so Schneedinger runtergehauen. Aber guck mal, das ist jetzt ja nicht nass. Und trotzdem, das ist das Silnylon. Guck mal, wie das gestern besser gespannt war. Ja. Naja, es ist super dicht, somit no problem. Ja, und ich muss nur einmal pissen. Ich bin ohne Socke in den Schlafsack. Und dann habe ich pissen müssen. Und dann habe ich sie angezogen. Weil es mir gleich wie ein kalt an den Füßen war. Und es war dann genial. Also, mit Socke in dem Brenner. Und ich habe hier halt das... Die Fließjacke habe ich gehabt. Und ey, der Ding ist so kuschelig, der Wärmekragen, voll geil. Und da war nur noch das ist weg, das wäre glaube ich so, da könntest du eine Jacke reinmachen, als Kissi. Und das dann irgendwie so hin, das war, irgendwo war das festgemacht, also, nein. Ja, nicht in der Nacht weg, egal. Das könnt ihr vielleicht nächstes Mal testen. Also, und der ist, macht so schön mollig warm, oder der hält mollig warm, der macht ja nicht warm. Der hält, dass es, ja, voll gemütlich. Es ist nur, jetzt die Warnung, ich bin ja recht schlank. Guck, das ist die Jacke als Kissen genommen. Oh ja, bin auch wegen runtergerutscht, gleich wegen. Ja, aber top. Die ist eh top. Der ist relativ, also wer der Defense 4 gewöhnt ist, oder der hat viel mehr Platz. Also der ist viel geräumiger geschnitten. Und der ist relativ eng und ich bin ja schlank. Also das heißt, zum auch nach dem Pissen, weil ich es vielleicht auch nicht so gewöhnt bin. Ich habe Weile gebraucht, bis ich schön dann auch halt nach ein bisschen mit der Socke, weil das, oh, das ist ein schönes, das ist so Mischgewebe mit Baumwollanteil innen drin. Und bis ich dann ganz vorne war und der ist, und ich bin ja schlank. Und bis ich den dann zu, also bis ich richtig war, bis der zu war, das ist wegen ein Eck. Das heißt, für Leute wo, oder Menschen, wo ja ein bisschen mehr auf der Rippe haben. Ja, langt es sicher auch, aber ich habe gesagt, also für mich ist der perfekt. Okay, ich habe auch die 185er Größe, wenn jetzt, wie licht ist die 2 Meter Größe oder für Menschen bis 2 Meter, dann auch wegen breiter, das weiß ich nicht. Aber das als Warnung, also wer, ich müsste mal, der Boris, ich weiß nicht, der hatten ja auch, ich müsste mal den Boris fragen, wie es bei ihm, beim Boris passt es auch noch. Aber wenn man dann, und der Boris ist ja breiter wie ich, aber wenn man dann noch breiter ist, ja. Wie gesagt, selbst ich, also vielleicht, weil es noch nicht so gewöhnt war, bis mal drin, dass der Reißverschluss ganz oben zu ist, dann dreht sich wieder, man kennt das ja eh vom Schlafsack. Und, aber normal ist ein Schlafsack innen halt nur so Nylon oder Polyester und dann rutscht der mehr und ja. Aber ey, ich finde den voll geil und der wärmt schön, also Spitzenteil. Also, ich nehme hier zum ersten Mal 60 Bilder pro Sekunde auf. Sagt mal, ob ihr einen Unterschied merkt, ob es besser ist. Das braucht auch mehr Speicher. Okay, ich sehe jetzt nur die Sequenz schon wieder 6 Minuten. Also ob das Bild besser ist, ob das, wenn man dann auch wackelt, ob das dann, weil es halt mehr Bilder pro Sekunde sind, oder wenn, ist sicher dann geschmeidiger. Und für manche, bei meinem alten Computer, ich konnte, wenn Videos sind mit schon 720, 60 Bilder pro Sekunde, konnte ich das nicht ruckelfrei gucken mit dem alten, weil der Prozessor sicher zu lahm war oder keine Ahnung. Da musste ich immer auf 480 Auflösung. Und jetzt mit dem Neuen kann ich 1080 und 60 Bilder kann ich gucken. Aber ich glaube, was drüber ist, 4K und so, könnte ich glaube auch nicht gucken. Von okay, auch der Auflösung vom Bildschirm her sowieso nicht. Aber ja.
Und genau, würde mich interessieren, ob das jetzt, und ich teste jetzt mal, ob das über, wie es, das dauert sicher dann länger jetzt zum Rendern oder auch zum Hochladen. Ich muss mal gucken, ich wollte es nur mal als Test machen. Gerade wegen am Versuchen. Ja. Schrieb jetzt ohne Kommentare. Ja, apropos Kommentare. Ich werde immer benachrichtigt für bei. Also manche Kommentare kriege ich per E-Mail noch, aber nur höchstens noch die Hälfte, höchstens. Und manche sind bei YouTube noch angezeigt als Kommentare. Und jetzt war ich kürzlich, habe ich wieder im Spam geguckt und ich gucke da regelmäßig. Und da war im Spam auf einmal Minimum 10 Antworten von Kommentaren. Und auf einmal, und die waren über einen Monat alt. Also die hat mir YouTube nie angezeigt und auf einmal war Spam. Also da waren ganz viele Dinge. Das heißt, wenn ich nicht antworte, liegt es an dem, dass ich nicht benachrichtigt werde. Bei neuen Videos ist es kein Problem, da gucke ich das neue Video einfach durch. Immer die neuesten zuerst, dann sehe ich, ah ja, zwei neue, selbst wenn es mir nicht anzeigt. Und ja, manche werden halt auch gelöscht. Manche, also viele werden immer gelöscht. Oder die, ja, das ist halt, da kann ich auch nichts dafür. Und ja, und Werbung ist jetzt halt, also ich schalte nach wie vor keine Werbung, also ich bin nach wie vor nicht monetarisiert, aber YouTube behält sich ja vor, trotzdem wie Werbung mache, gell? Also, naja. Du, das ist jetzt so geil, weil ich, ja jetzt auch, guck mal, hier in der Sonne sind auch für die Füße voll warm, hier ist jetzt, also jetzt, haben wir sicher, ich weiß nicht, aber im Schatten, 4 Grad, ich weiß nicht. Und jetzt in der Sonne, voll geil. Guck mal, ich auch wieder hoch bin, haben wir wieder noch ganz schön lang gepennt. Ja, ich bin zum Glück, das, was ich dann gefilmt habe, wo man halt, ich bin dann, war ja im Schlafsack geblieben. Ich war zu faul, ich habe nur gedacht, soll ich bei dem Sonnenaufgang davor gehen, weißt du, so. Habe ich gedacht, war das lang so. Also, nochmal, ich kurz, es war eine super geile Tour. Ah, jetzt könnt ihr noch ein Titelbild machen. Very nice. Spitze Tour. Was heißt Tour? Es war ja nicht mal so Tour, aber spitze Übernachtung. Das hat mir gefallen. Also die Freude an den. Wo ist die Säge? Habe ich schon da. Also, die Säge, die habe ich glaube ich da rein. Das Essen perfekt. Okay, das kannte ich davor, aber jetzt für so draußen hatte ich es jetzt auch zum ersten Mal. Guck, da habe ich noch voll viel übrig. Das wäre jetzt noch richtig geiles Frühstück. Da habe ich auch noch genug übrig von der Kakaobohne. Ja. Doch, Tabspitze bis jetzt auf das Ding. Das müsst man jetzt wegen nachspannen. Guck, wenn ich jetzt. Ah ja, guck, dann wäre das schon wieder. Das ist halt. Und gerade wenn es so schifft, und deswegen habe ich mein. Das, wo ich schon mal, das ist schon lange her, wo ich das grüne Safari mal hatte. Hey, jetzt könntest du wegen nachspannen wieder. Aber da es ja dicht ist, wäre das jetzt auch nicht so verwerflich. Weißt du, wenn es jetzt voll pisst und du hast keinen Bock raus zum Nachspannen, dann. Ja. Okay. Also, schönes Abschlussbild. Ich bedanke mich. Wünsche euch einen schönen Tag. Und bis bald mal wieder. Gell? Vielleicht. Schaffe ich es auch mal zum ersten Mal, ciao sage und dann ist auch vorbei. Also, das Video ist jetzt vorbei. Macht's gut. Ciao. Guck, das sage ich noch schnell. Der Murks von gestern, der Knoten. Weil normal kennt man es ja so, weil die Schlaufe, man muss um 90 Grad rumdenken. Normal ist es so. Aber jetzt so um 90 Grad rumdenken, weil es halt so ist, statt so. Ja, vielleicht checkt ihr, was ich meine. Hier durch, oben drüber, dann aber hinten durch. Und auch hier wie der erste halt durch. So ein ganz stinknormaler Knoten. Aber der kriegst du halt super leicht auf wieder. Guck, und dann ist es so ist es jetzt von der Seite. Also nicht um 90 Grad. Guck, wenn es so, dann ist es noch parallel, dann sieht man es schön. So. Und so musst du halt umdenken, wenn es so ist. Also, und dann ziehst du ihn fest und das hält bombig und den hast du halt dann in einem ruckzuck wieder weg. Weißt? Und dann musst du da keine Schlaufe machen, keinen Knoten und nichts. Und beim Hering ja genauso. Gell? Also, es hat doch nicht geklappt mit Armut, Ciao sagen. Bye, bye.
weiß nicht, habe den Doll, glaube ich, schon mal gefilmt. Hier jetzt zig Gräber. Jetzt halt zerstört durch Dingarbeit. Eins, zwei. Und da oben sind noch massig. Und die meisten sind, ja, zerstört durch Bombenfäller. Aber du siehst überall, es ist halt auffällig, dass es, guck mal hier, und hier ist der magische Platz, wo ich war. Weißt, also das war auf jeden Fall irgendwie ein Felsheiligtum. Und ja, und da haben sie dann auch, weil das noch auf dem Hügel ist, haben sie dann auch beerdigt. Ich habe ein paar da hinten, glaube ich, schon mal gefilmt, oder? Ja, wenn man es zeigen will. Sind sie weg? Nein, die sind. Kann ja doch noch schnell da drin. Guck hier wieder. Nee. Da. Das. Ich glaube schon viel. Hier. Ich glaube. Ja. Hier. Ja, oft nur so kleine, aber. Ja. Guck mal hier, wieder ein Hügel. Ah ja, also, zum dritten Mal. Ciao. Ah, der ist noch gut. Ah ja. Oh ja. Hey, dann sind auch Bämme, aber das ist ein großes. Okay. See you. For sure. Schua! Guck durch den, der hat mir vermieden, dass der da fast da hochkam oder so. Ja. Ja, ich habe aber noch vier Schüsse gehört, zwei noch relativ nah, so wie der gestern. Also ich habe erst zwei, beim zweiten, den haben wir ja gehört, gefilmt, dann habe ich nochmal zwei gehört. Und dann, ja, und zwei noch weiter weg, dann ein wenig später. Aber halt alles so ein wenig zeitverzögert. Mal hier. Mal was anderes. Ich habe jetzt schon dreimal gehört, von drei Kanälen, dass das wieder umkippt. Nie im Leben. Nie im Leben. Wenn der Baum noch dran ist. Logisch, wenn nachher hier abgesägt ist, dann, logisch, wenn der Baumfäller einen absägt hier und dann kann es zurückhalten, ist ja klar. Aber die haben immer gesagt, so Wurzeln, wo der ganze Baum noch dran ist. Nie im Leben, also. Oder belehret mich eines Besseren. Filmet's mal, wenn sich so einer wieder aufstellt, dann glaube ich's. Ciao. Ah, ja. Siehst, es gibt einen Tochterwolf. Das ist der Beweis. Das ist mal eine schöne Tanne.